Schon in jungen Jahren konnte sich Rainer Schulz für Musik begeistern. In seiner Familie spielt jedes Mitglied ein Musikinstrument. Während seiner Jugendzeit lernte er viele unterschiedliche Instrumente. Letztlich entschied er sich doch für das geliebte Saxophon. Mit 17 Jahren fasst er den Entschluss, mit Musik sein Geld zu verdienen, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. So reist er 21 Jahre mit der sachsen-anhaltinischen Showband Ines und Band durch ganz Deutschland. Neben seiner musikalischen Tätigkeit nahm Rainer Schulz eine Anstellung im Magdeburger Landtag an, in welchem er bereits seit 26 Jahren tätig ist. Bis heute hat er seine Leidenschaft jedoch nicht aufgegeben, denn er ist schon seit anderthalb Jahren als Solokünstler tätig. Bis heute ist er Mitglied in 12 Bands. Mit 40-jähriger Praxis ist er in fast allen Genres zu Hause. Insbesondere Swing, Jazz und Tanzmusik sind sein Fachgebiet. Die finden wir wunderbar. Die erinnert so ein bisschen an die Tanzcafés, an die Bar, wenn man abends noch so sitzt, Frank Sinatra. Oh, und Saxophon ist so ein Instrument, das muss man so lieben. Wie die Trompete geht das irgendwie so ins Herz hinein. Das ist so wunderbar. Die Musik macht einen so glücklich und beruhigt einen. Und ja, wir freuen uns, dass wir hier sind. Gebucht wird er unter anderem von Agenturen, Eventveranstaltern, Hotels und auch von Privatpersonen. So konnte man ihn auch am Freitag, den 3. Juli 2020, auf Magdeburgs Breiteweg im sogenannten Freiraumlabor sehen. Das Innenstadtexperiment soll den Einzelhandel stärken und die Qualität des Aufenthalts in Magdeburgs Innenstadt verbessern. Die Events laufen ja jetzt schon ein paar Tage. Wir wohnen zum Glück gleich gegenüber am Breiten Weg und hören ab und zu die Musik. Unter anderem auch den Saxophonspieler haben uns jetzt mal an den Infoflyers vom Freiraum informiert und da haben wir vor, das eine oder andere noch zu besuchen. Diese Events, die finden wir ganz toll und Magdeburg sollte das auch beibehalten, so ein bisschen immer so einen kleinen Kick zu haben und einfach die Leute so ein bisschen ranzuziehen. Magdeburgs Bürger scheinen dieses neue innovative Projekt anzunehmen. Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, auf das seelische Wohl Acht zu geben. Und das geht am besten mit Musik. Elbe-Kanal, das ist mein Sender.